Willkommen. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Erstellung Ihres Lebenslaufs mit Europass. Gehen Sie auf die Europass-Website und öffnen Sie den Online-Editor. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Der Europass-Lebenslauf ist in 27 europäischen Sprachen verfügbar. Geben Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre Kontaktinformationen an. Speichern Sie Ihre Daten, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Für welchen Job wollen Sie sich bewerben? Beschreiben Sie Ihre bisherigen Berufserfahrungen. Wenn Sie noch keine Berufserfahrungen sammeln konnten, führen Sie die Praktika oder soziale Engagements an. Geben Sie Ihre Schul- und Berufsbildung an. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und Ihren aktuellen Bildungsstand. Bitte nennen Sie Ihre Muttersprache und beurteilen Sie Ihr Niveau in weiteren Sprachen, die Sie sprechen. Sie können Angaben zu Verstehen, Sprechen und Schreiben machen. Wir sind jetzt bei Ihren kommunikativen Fähigkeiten angekommen. Welche Fähigkeiten haben Sie und wo haben Sie sie erworben? Denken Sie dabei an Ihre Schulzeit, Ihren Beruf, aber auch an Ihre Hobbys. Wie steht es um Ihr Organisationstalent und Ihre Führungsqualitäten? Verfügen Sie über besondere Fähigkeiten oder Weiterbildungen, die mit Ihrem Beruf in Zusammenhang stehen? Nennen Sie sie hier. Bewerten Sie Ihre Fähigkeiten, mit Computern und Programmen umzugehen, zum Beispiel Word oder Excel. Im Teil Zusätzliche Fähigkeiten können Sie zum Beispiel angeben, ob Sie einen Führerschein besitzen oder andere Fähigkeiten und Kenntnisse anführen, die Sie noch nicht im Lebenslauf angegeben haben. Geschafft! Vergessen Sie nicht, Ihren Lebenslauf herunterzuladen. Er wird aus Datenschutzgründen nicht gespeichert. Wählen Sie die Dateien, die Sie speichern möchten. Hier können Sie das gewünschte Dateiformat auswählen. Am besten entscheiden Sie sich immer für die PDF-Version, da Sie diese jederzeit wieder in den Online-Editor hochladen und bearbeiten können. Viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung mit dem Europass!